Irgendwann hat dann sogar Angela Merkel gesagt, eine Situation wie im Sommer 2015 dürfe sich nicht wiederholen. 3 Jahre sind seitdem vergangen, aber die Europäische Union hat bis heute nicht die Lehren aus der Flüchtlingskrise gezogen. Jetzt tut sich eine Chance auf, das zu ändern. Womöglich die letzte. Eigentlich ist die Lage gerade relativ ruhig. Seit 2015 kommen von Jahr zu Jahr weniger Flüchtlinge über das Mittelmeer. Aber die Lage entwickelt sich sehr unterschiedlich. Während in Spanien und in Italien in den vergangenen Jahren wieder weniger Menschen ankamen, steigen die Zahlen in Griechenland. Die Folgen sieht man in den Lagern auf den griechischen Inseln. Die Zustände dort sind eine Katastrophe. Das allein wäre Grund genug, endlich ein Asylsystem zu schaffen, in dem sich die EU-Staaten die Verantwortung teilen. Hinzu kommt, die Zahlen können jederzeit wieder steigen, weil der türkische Präsident Erdogan es so will, weil die Lage in Libyen sich schlagartig ändert und, und. In Brüssel ist es allen bewusst und man arbeitet an einer Lösung. Warum die Chancen dafür besser stehen als in den vergangenen Jahren und wie diese Lösung aussehen könnte, lesen Sie in unserer Titelgeschichte. Nehmen Sie sich ein paar Minuten.